in den Plenarsaal. Um die Sorgen vieler Menschen in Brandenburg und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich teile diese Sorgen. Die Weltgemeinschaft muss endlich geschlossen nach Wegen suchen, diesen fürchterlichen Bürgerkrieg zu beenden. Und sie muss nach Wegen suchen, den Flüchtlingen zu helfen, und sie muss nach Wegen suchen, zu verhindern, dass in dieser Region ein neuer Flächenbrand entsteht, der unkontrollierbare Ausmaße annehmen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, mit dem gestrigen Tag habe ich mein Amt als Ministerpräsident von Brandenburg angetreten. Ich weiß, auf mich wie auf uns alle kommen in den kommenden Monaten und Jahren große Aufgaben zu. Aber ich weiß auch, ich stehe im Dienste der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, eines Landes, das in seiner noch jungen Geschichte schon sehr, sehr viel erreicht hat. Wir feiern schon bald unseren 25. Geburtstag. Brandenburg ist damit im wahrsten Sinne des Wortes erwachsen geworden, und Brandenburg ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein modernes Land. Brandenburg ist stark, Brandenburg ist lebenswert, und Brandenburg hat Zukunft und wird seinen Weg weitergehen. Dass ich das alles heute hier so klar sagen kann, ist das Verdienst aller Brandenburgerinnen und Brandenburger. Aller Brandenburgerinnen und Brandenburger, die unser Land gemeinsam aufgebaut haben. Aber es ist auch gerade das Verdienst meiner beiden Amtsvorgänger. Manfred Stolpe und Matthias Platzeck waren außerordentliche Landesväter. Und sie waren außerordentliche Ministerpräsidenten. Der eine wie der andere. Jeder auf seine ganz eigene Art. Ohne Manfred Stolpe und Matthias Platzeck würde unser Land heute bei weitem nicht so gut und so stabil dastehen, wie es das tut. Im Namen der gesamten Landesregierung danke ich heute unserem scheidenden Ministerpräsidenten Matthias Platzeck nochmals von ganzem Herzen für seine großartige Arbeit im Dienste unseres Landes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Manfred Stolpe und Matthias Platzeck nachzufolgen, bedeutet für mich eine sehr große Herausforderung. Diese Herausforderung nehme ich an, mit großem Respekt, mit großer Ernsthaftigkeit, mit einem guten Schuss Demut, aber auch mit Zuversicht und Optimismus. Ich verspreche Ihnen und ich verspreche allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, ich werde Ihnen mit ganzer Kraft dienen. Ich werde unserem Land mit ganzer Kraft dienen. Die Medien haben mich ja bereits als Doktor sachlich klassifiziert. Das ist in Ordnung. Nach vielen Jahren als Abgeordneter in zwei Ministerämtern, ein Jahr als Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion hier im Brandenburger Landtag, kann ich mit diesem Image sehr gut leben. Aber meine Damen und Herren, Sachlichkeit ist nicht alles. Sie alle kennen Max Webers berühmte Definition von Politik als dem Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Seien Sie ganz sicher, meine Leidenschaft für Brandenburg ist genauso groß wie das Augenmaß, das ich bei meiner politischen Arbeit angestrebt habe und natürlich auch in Zukunft anstreben werde. Augenmaß und Leidenschaft, beides gehört zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir in Brandenburg haben Verhältnisse geschaffen,
in denen es sich sehr gut leben lässt. Wir haben Vertrauen zueinander und im Verhältnis zwischen Bürgern und Staat erlangt. Und wir in Brandenburg haben eine gemeinsame Identität gefunden. Brandenburgs Bürgerinnen und Bürger sind stolz auf ihr Land. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist großes Kapital für uns. Für die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind wir gewappnet. Und das müssen wir auch sein. Denn diese Herausforderungen werden beträchtlich sein und sie werden uns über viele Jahre begleiten. Es geht um ganz zentrale Fragen. Es geht um den inneren Zusammenhalt unseres Landes. Es geht um den demografischen Umbruch. Es geht um die Energiewende und die Sicherung unseres Landes als Industriestandort. Es geht aber auch darum, wie wir Brandenburg als ein Land der guten, anständig bezahlten und sicheren Arbeit ausgestalten. Es geht darum, eine vorsorgende Gesellschafts- und Sozialpolitik zu betreiben, die eben nicht erst dann eingreift, wenn Entwicklungen bereits aus dem Ruder gelaufen sind. Und es geht auch um solide öffentliche Finanzen. Es handelt sich hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht um einmalig auftauchende oder gar um schnell zu lösende Probleme, sondern es handelt sich hier um große strukturelle Aufgaben, die uns über Jahre hinaus beschäftigen werden. An der Lösung dieser zentralen Aufgaben für unser Land Brandenburg werden wir alle gemeinsam gemessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht wenige haben die Brandenburger Große Koalition aus SPD und Linkspartei anfänglich mit Vorbehalten, ich kann hinzufügen, großen Vorbehalten begleitet. Diese Vorbehalte sind gewichen. Die rot-rote Regierungskoalition arbeitet intensiv und erfolgreich für unser Land. Gemeinsinn und Erneuerung, das Motto unseres Koalitionsvertrages, durchzieht wie ein roter Faden unsere Politik. Dabei wird es auch in den verbleibenden 13 Monaten dieser Legislaturperiode bleiben. Sozialdemokratie und Linkspartei beweisen gerade hier in Brandenburg, dass es nach zwei Jahrzehnten Demokratie möglich ist, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Zusammenzuarbeiten. Zusammenzuarbeiten, ohne Vergangenes zu vergessen oder zu verdrängen, aber eben auch gemeinsam nach vorn zu blicken und die Probleme unseres Landes entschlossen anzugehen. Gemeinsam haben wir dafür gesorgt, dass gute Arbeit immer mehr zur Realität hier in unserem Land Brandenburg wird. Dafür steht unser Vergabegesetz. Die Landesregierung wird in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem der bestehende Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen auf 8,50 Euro erhöht wird. Damit folgen wir dem Vorschlag der Mindestlohnkommission. Gute Arbeit heißt für uns auch, Unternehmen mit zu hoher Leiharbeiterquote sind von der Förderung im Rahmen der Richtlinie Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur ausgenommen. Dafür steht auch der von der Landesregierung initiierte und vorangetriebene Dialog der Sozialpartner. Wir wollen und haben selbstbewusste Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wir haben starke Gewerkschaften. Darum kann ich auch an dieser Stelle an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur ausdrücklich ausrufen, treten Sie in die Gewerkschaften ein. Und für alle Unternehmer gilt, werden Sie Mitglied in den Arbeitgeberverbänden. Am Leitbild guter Arbeit orientieren sich auch die von dieser Regierung verbesserten Integrationsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose
und unser energischer Einsatz für einen bundesweit einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder weiß, Bildung ist der Rohstoff, aus dem Wohlstand und Lebenschancen gemacht werden. Deshalb haben wir auf dem Gebiet der Bildung systematisch in Qualität und Chancengleichheit investiert. Wir haben den Betreuungsschlüssel in den Kitas verbessert und damit die Voraussetzung für 1.000 zusätzliche Erzieherstellen geschaffen. Wir haben das Brandenburger Schüler-BAföG eingeführt, weil Bildung eben nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Und soziale Gerechtigkeit immer eben auch und vor allem Bildungsgerechtigkeit heißt. Wir haben rund 2.000 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, fast doppelt so viele, wie wir es 2009 zugesagt haben. Das bringt frischen Wind in die Klassenzimmer. Davon profitieren letztlich wir alle. In diesem Zusammenhang sage ich hier klipp und klar, meine Regierung wird für eine weitere Verbesserung an unseren Schulen sorgen. Wir erhöhen die Vertretungsreserve bei den Lehrern ab dem Frühjahr 2014 um 50%. Ohne dass es Abstriche an den Konsolidierungszielen des Haushaltes geben wird. Damit werden die Schulen Unterrichtsausfall schneller und besser begegnen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das bedeutet immerhin 10 Millionen mehr ab dem Frühjahr 2014 zusätzlich für Bildung in unserem Land. Und dieses Geld ist gut angelegtes Geld. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Rahmen für eine lebendige Zivilgesellschaft geschaffen, beispielsweise durch unsere systematische Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, aber auch durch die Herabsetzung des Wahlalters bei Brandenburger Wahlen auf 16 Jahre. Gerade in dieser Entscheidung kommt zugleich die Wertschätzung zum Ausdruck, die diese Landesregierung den jungen Menschen in unserem Land entgegenbringt. Sie sind das Kostbarste, was wir in Brandenburg haben. Ohne sie hätte Brandenburg keine Zukunft. Und wir werden durch gute Bildung jeden jungen Menschen so unterstützen, dass seine Fähigkeiten und Begabungen voll entfaltet werden können. Die Wahrheit ist, jeder einzelne junge Mensch in unserem Land, der sich ein bisschen anstrengt, kann sich heute ziemlich sicher sein, gebraucht zu werden. Jeder einzelne junge Frau, jeder einzelne junge Mann. Das ist auch deshalb so, weil sich die Wirtschaftslage in unserem Land in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat. Dies wiederum verdanken wir zuerst den vielen tüchtigen Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir verdanken es unserem Mittelstand, den Handwerkern, den Handel- und Gewerbetreibenden hier im Land. Sie haben Arbeitsplätze geschaffen. Sie halten unsere Wirtschaft unter Dampf. Aber die Lage wird komplizierter. Im Schuljahr 1995/96 gab es in Brandenburg noch fast 34.000 Schulabgänger. Inzwischen hat sich diese Zahl nahezu halbiert. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss eine sehr gute Nachricht, nämlich die, dass wir in Brandenburg im Prinzip jeder jungen Frau und jedem jungen Mann einen guten Arbeitsplatz bieten können. Es bedeutet, dass wir Lebens-, Berufs- und Aufstiegschancen für alle junge Menschen bieten können. Was für ein Kontrast zu den hinter uns liegenden Jahren, vor allen Dingen in den 90er Jahren, der Massenarbeitslosigkeit und der Perspektivlosigkeit. Aber wenn wir gemeinsam auf dieser Erfolgsspur bleiben wollen, dann müssen wir wirklich jeden jungen Mann und jede junge Frau mitnehmen. Darum appelliere ich eindringlich an alle Unternehmen hier im Land. Schaffen Sie
Ausbildungsplätze, wo immer Sie nur können. Sie werden auch morgen übermorgen und in 10 Jahren Arbeitskräfte benötigen. Die werden Sie aber nur dann bekommen, wenn Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, jetzt und heute vorsorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle unsere Maßnahmen auf den Feldern der Sozialpolitik, der Arbeitsmarktpolitik und der Bildungspolitik zielen auf das ab, was wir unter Gemeinsinn verstehen. Als Sinn für das gemeinsame Wohl aller Brandenburgerinnen und Brandenburger. Wir wollen ein starkes Brandenburg, an dem alle Menschen und alle Regionen dieses Landes teilhaben. Ein starkes Brandenburg, das allen gemeinsam zugutekommt. Neben Gemeinsinn ist dafür Erneuerung die zweite wichtige Grundlage. Und auch hier haben wir bereits gemeinsam Tatsachen geschaffen. Wir haben einen finanziellen Konsolidierungskurs eingeschlagen. Und obwohl es uns niemand zugetraut hätte oder kaum jemand, wir haben diesen Kurs, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch beibehalten. Diese Regierung steht für eine verantwortungsvolle Finanzpolitik. Wir haben die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen erleichtert, mit heftigen Debatten in diesem Haus. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und wir werden den kommunalen Finanzausgleich in der Weise neu regeln, dass die Solidarität zwischen ärmeren und reicheren Kommunen auch in Zukunft gewährleistet wird. Diese Regierung steht für eine solidarische Gesellschaft. Applaus